Ja, aber servus, grüßt euch. So, ich bin wieder mit dem Rückübungen unterwegs. Wir haben wieder 50 Kubik Gasser gehauen und jetzt bin ich am Heimfahren, gerade von der Hackware. Seht ihr es? Ordentlich überladen! Nicht! Warner. Rückübungen-Warner. Das ist ein Blechwarner, tue ich nicht hin. Bringe ein Drittel wenig auf. Ist so. Ich fahre eh bloß Feldweg, ich fahre nicht auf der Straße, darum passt die Sache. Ne? Da kann ich das ohne Warner fahren. Und dann kann ich da aufmachen und schrauben, den bringst du bei der Warner nicht hin. Links, rechts, kann es aussehen, das spitzt sich nicht und so weiter. Darum fahre ich solche Zeug als ohne. Ja, wenn du da auf der Straße fährst, brauchst du eine Warner, ganz klar. Warum ich eigentlich das Video mache, ist ganz einfach, weil es Veränderungen gibt. Also Veränderungen, ganz gravierend, Social Media. Und das möchte ich euch heute ein bisschen erzählen, kurz und bündig. Und da würde ich euch bitten, schaut euch das Video ganz an, weil das am Ende des Tages, am Ende des Videos, wichtige Informationen kommen. Mittlerweile wisst ihr, wo ich herkomme. Dass ich nicht von deren Hof rauskomme, dass ich da hergekommen bin und habe mich deren angenommen und nach wie vor absolutes Herzblut dafür habe und nach wie vor alles in Schuss halt und überall einspringe beim Hof, wo es geht, obwohl dass ich nicht da außer bin. Ja, ich bin da hergeheiratet und ich bin froh, dass er so gekommen ist. Hätte ich nie geglaubt, aber ich bin froh, dass das so gekommen ist, wie es jetzt ist. Natürlich bin ich jetzt nicht der absolute ausgebildete Forstmensch, ich bin kein ausgebildeter Landwirt, ich bin kein ausgebildeter Forstwirt, aber ich kenne mich recht gut mit Holz aus, aufgrund, weil ich viele Leute so her und viele Leute schmerzen lasse, weil die viel zu mir erzählen haben, besonders die alten Leute und mir dafür anschauen darf. Aber ich tue auch viel hinterfragen, weil die Alten wissen nicht alles. Das weiß ich mittlerweile auch. Wenn einer sagt, die Alten, die wissen alles, die wissen genau, was geht, dann muss ich sagen, nein, die wissen auch nicht alles, was genauso Menschen als Leute sind wie mir auch. Die wollen jetzt erleben. Darum muss man aber Obacht geben. Hat zu mir zum Beispiel mal einer gesagt, oder schon mehrere, haben gesagt, der Borkenkäfer, der muss jetzt mal wieder gescheit geholt werden, dann der Frister. Dann der Frister, weißt du, dann der Frister. Ja, ist er fort. Also, das glaube ich nicht. Da muss ich jetzt schon mal nochmal einen fragen, der sich wirklich auskennt damit. Ja, dann habe ich einen gefragt, der sich wirklich auskennt damit, der schreibt ein Büchel drüber, über den ganzen Zeug. Dann hat er gesagt, das ist ein absoluter Krampf. Das ist ein absoluter Krampf. Und so kommst du natürlich irgendwie dann zur richtigen Wahrheit. Ja. Wir haben einen Vatikan, wie ich hergekommen bin, ist ein Vatikaninsel da gewesen, das war's. Punkt. Weil früher es ganz anders gearbeitet worden ist. Ja, das wisst ihr selber. Da ist man mit der Ackerschiene reingegangen und hat Langholz gemacht. Heutzutage nicht mehr möglich. Da ist habe ich ein Seilwinden her, das ist das erste gewesen. Dass man auch in Holztrassen sicherer arbeiten kann. Ja, Sicherheit ist das Wichtigste in Holztrassen. Seilwinden her da und Vatikanesel hier. Staplergobel her da. Und so war der Vatikanesel ausgerüstet. Und so hat man schon einmal was schaffen können, dass man da was zu Weg bringt. Nicht? Und dann ist der Rückgewand gekommen und der John Deere. Ja, weil du brauchst einen Rückgewand, wenn du die Menge an Holz hast und die Flächen, dass du zubekommst. Weil du brauchst nicht anfangen, dass du da groß alles heimziehst oder so. Das ist alles ein Krampf, wird alles kaputt, den ganzen Weg. Und so ist der John Deere dahergekommen, mit dem Rückgewand drauf. Harte Arbeit, dass er so ist, wie es ist. Das fliegt da nicht so. Mir ist noch nie was zugeflogen in dem. Das ist so. De facto und Wahrheit ist Wahrheit. Und jetzt haben wir so mit dem Vatikanesel unterwegs und mit dem Rückgewand
in der Konstellation. Ah, Motorsächen. Ah, selbe. Was ich durchprobiert und geschaut, weil ich einfach kein Akkordarbeiter bin. Das heißt, du brauchst eine Motorsäge, die dich nicht aufarbeitet. Das ist meine Meinung. Und aus die Maus. Ein Akkordarbeiter sagt, da gib mir jede Säge, ich nehme mit jeder um die 500 die. Sechs irgendwas still, die großen Batzen, das her, ich glaube, das sind Brackeln, weißt, die den ganzen Tag umschneiden, die haben das drin, die Muskeln, die haben da oben aus hinkern. Bei mir haben sie nicht da oben aus hinkern, weil ich es einfach bloß gelegentlich mache, und zwar am Wochenende. Ne? Ganz einfach, und darum muss ich für mich eine Säge finden, die auch für mich passt, und ich bin da draußen mit einem mordsgroßen Stall, mit Mords PS umschneiden. Wir haben da draußen der Stahlgold steht, der hat ein Baum 7 Kubik. Der hat einen Baum draußen. Schaut mal auf Instagram rein, da ist viel mehr drin, als ihr auf YouTube seht. Der hat einen Baum drin, da kannst du mit der größten Stillhiege, die war da genau richtig, mit einem 70er Schwert, da kannst du mal 200 Festmeter umschneiden. Mach ich nicht. Aus dem Grund, weil ich es nicht tatsächlich. So, da schreiben voll rein, kauft ihr eine gescheite Säge, kauft ihr eine gescheite Säge, warum mit der 23er Stuhl? Du, das ist doch scheiße geil. Geht es doch nicht um Säge. Am Ende des Tages ist wichtig, dass man wieder heil heimkommt und Säge. Muss eine gescheite Schnitte haben, dann kannst du nehmen, welche Säge das du willst. Und ich habe halt mich entschieden, dass er leichte Säge ist, weil ich es eben nicht so oft hernehme. Und so ist halt das dahingegangen. Ne? Und mich freut das einfach in Holz heraus zum Arbeiten. Mich freut das, die Natur zum Schauen. Mich freut das auch, was schaffen zu können und zum Erschaffen können. Nur was beisteuern zu können. Weil, wenn du irgendwo arbeitest, mitarbeitest, da kannst du nichts mehr beisteuern, da musst du bloß ausführen. Ja, und das machen, was eigentlich der andere will. Und das kannst den Holz draußen mit der Arbeit auf alle Fälle anders gestalten. Du kannst dich verwirklichen, du kannst Anpflanzungen machen. Und so haben wir sich das langsam aber sicher aufgebaut und wir haben noch lange nicht am Ende, weil sich einfach Demografie weiter dreht. Das heißt, Leute gingen, Leute sterben, neue Leute kommen dazu, die wachsen her, die müssen wieder integriert werden und zack, ändert sich vielleicht die Arbeitsweise wieder komplett, weil wir ganz andere Konstellation haben. Oder und. Aber am Ende des Tages muss man halt aber schauen, dass es für einen passt und für alle anderen auch. So, und im Endeffekt, dass für alle anderen passt, ist eigentlich ein gutes Stichwort, ist auch so, dass diese YouTube-Videos in Zukunft viel weniger werden, auf alle Fälle, auf das könnt ihr euch einstellen, aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass YouTube euch als Zuschauer nicht viel Mehrwert mehr bringt. Weil da kommt, stellt euch vor, kommt jede Woche ein Video am Montag um 17 Uhr bei mir, wie es alle dabei war, und das Video. Das ist meistens mindestens eine Woche alt. Warum? Ganz einfach, weil ich am Wochenende arbeite und dann nehme ich dann was auf und dann kommt es die Woche drauf, wird es veröffentlicht. Ich habe es jetzt schon gemerkt, ich habe ein paar Videos Vortrag gehabt, die sind also älter, das heißt, es gibt Videos, die sind tatsächlich 3 Monate alt. Manchmal, ja, weil du oft was filmst, dann machst du wieder eine Pause oder du hast viel, viel mehr. Da sollst du entstehen 3 Videos auf einmal. Jetzt hast du für 3 Wochen sozusagen ein Video und du hast das 3 Wochen hintereinander dann rausgehauen. Ja, dann ist das letzte Video dann 3 Wochen alt, auf gut Deutsch gesagt. Jetzt kann man sagen, mei, du doch unter der Woche, du doch 3-mal in der Woche ein Video raus auf YouTube. Dann sage ich nein, weil das schaut sich kein Mensch mehr an. Ganz einfach. Wenn ich 3-mal eine halbe Stunde Video rausse, schaut sich kein Mensch an. Montag, Mittwoch, Freitag, Video aus dem Graben, weil schaut sich kein Mensch an. Ist auch gar nicht interessant. Und macht auch mir keinen Spaß, weil mir muss es alle bei Spaß machen, weil ich muss das Zeug auch schneiden. Und da vergeht
einfach die Lust und der Spaß am Schneien von der Zeit. Dann haben die Videos langweilig. Ich sag's euch, wie es ist, weil es so ist. So. Und drum habe ich gemerkt, das ist kein Mehrwert mehr für euch an sich, so ein großer, weil die Videos einfach zu alt sind, wenn es ihr anschaut. Stellt euch vor, ich bin jetzt schon wieder draußen beim Käferholz machen. Ja? Mach Mords Vollvideos. Das und Zoll und dann kommt wieder Laubholzfällung und so weiter, haben wir alles da. Aber das kann man dann erst im August. Ja? Im August, weil nur so viele Videos davor sind. Macht keinen Sinn, interessiert keinen Menschen. Dann haben meistens Videos drin, die haben einen Schnee, dann ist aber der Schnee schon wieder weg. Es passt alles nicht zusammen. Und es ist einfach die YouTube-Plattform, ist meiner Meinung nach ein bisschen überholt, ein bisschen altmodisch. Und darum werde ich auf YouTube die Frequenz für die Videos drastisch runterfahren. Es wird nicht mehr dieser regelmäßige Montag 17 Uhr sein. Dass Videos kommen, es kommen ganz unregelmäßig Videos in Zukunft. Von daher, wer uns interessiert, der muss abonnieren und die Glocke aktivieren, ganz einfach, weil sonst kriegt de facto diese Videos nicht mit. So, das ist YouTube-Geschichte, aber es gibt, das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht ist, ich habe eine andere Plattform, da wo ich viel mehr eininvestieren werde, frequenziell, und das ist Instagram. Ganz klar, weil ich sehe da ein absolutes Potenzial drin hat, für euch ein brutaler Mehrwert, und zwar in die Instagram Stories. Ja, das ist dann, wenn man da mein Profilbild sieht, dann ist es so ein farbiger Kreis um mich, dann holst du sich eine neue Story rein da, dann kannst du auf das Profilbild von mir klicken. Da geht die Story auf und dann hast du einen kurzen Ausschnitt, dauert eine Minute maximal. Und dann nehme ich möchte mal sagen, fast jeden Tag ist bei mir eine Story drin. Das heißt, ein kurzer Ausschnitt, was ich gerade mache, und da haben auch viel tiefere Einblicke drin. Ihr kriegt viel bessere Informationen, weil es für mich leichter ist, das aufzunehmen, weil ich ziehe mein Handy aus und mache eine Story und schon habt ihr die Info. Das heißt, die Story ist de facto in, möchte sagen, fast Realtime, also Echtzeit. Wenn ich dir eine ploppen lasse, könnt ihr es hier schon schauen und nicht eine Woche später oder sowas. Das heißt, ich werde auf Instagram viel mehr den Content hochfahren. Gibt es auch Reels, das sind dann längere Videos, wäre eine da auf dem Rückgewogen fahren und von Fällen. Man hat viel mehr Möglichkeiten, das ist meiner Meinung nach, dass ihr unterhalten wird. So, und das habe ich die letzte Zeit, in der letzten Zeit gespannt. Und darum wird YouTube bei mir drastisch runtergefahren werden. Ich werde nicht ganz aufhören damit, auf keinen Fall. Aber drastisch weniger Content wird kommen auf YouTube, aber drastisch mehr Content auf Instagram. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung nochmal. Instagram Account, wer in Instagram schon ist, kann auch @grabenvalley eingeben, folgt mir und zack, habt ihr allen Content, was da auf Instagram kommt von mir, in Echtzeit, möchte ich sagen, vorhanden. Was mache ich mit der Motorsäge, wenn ich zum Beispiel vom Holz wieder heimkomme? Ist noch nie ein Video auf YouTube gekommen. Wäre auch keins machen, weil was einfach, ich weiß nicht, wie ich es in ein 15-Minuten-Video verpacken soll. Ich sage es euch ganz ehrlich, in Instagram mache ich, habe ich auch schon öfter Stories gemacht drüber, schaut es euch an. Ich wünsche euch was. Und ich mache jetzt da meine Arbeit weiter und hau gleich ein paar Stories rein in Instagram. Was gerade so schön taugt, dann füllt er drüber. Eine Musik kannst du auch noch drüber legen. Es ist Wahnsinn, du, das schaut aus. Gefällt mir, richtig Spaß macht's und ich hoffe euch auch noch schauen. Also, auf geht's, schaut zu mir, weil es ist jetzt gewiss sofort eine Story drinnen vom Rückgebung gefahren. Also, habt ihr, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und heute sage ich, abonniert nicht meinen Kanal auf YouTube, sondern auf Instagram. Aber Servus, jawohl!